Hoch, an! Feuer, frei! Lieber Kollege Haslauer, lieber Wilfried, liebe Christina, sehr geehrte Bundesratspräsidenten Saller und Kneifel, Herr Präsident des Verfassungsgerichtshofes Dr. Holzinger, Herr Landeshauptmann außer Dienst Dr. Schausberger, Frau Landtagspräsidentin Fallauf, alle Damen und Herren Abgeordneten zum Nationalrat, Bundesrat und Landtag, ich darf auch die aus Oberösterreich mitgereisten Nationalräte, Bundesräte und auch eine Landtagsabgeordnete habe ich erblickt, die Frau Kollegin Bühringer, mit mir weder verwandt, verschwägert, verwitwet oder sonst was. Liebe Damen und Herren, werte Festgäste, freue mich sehr, dass ich heute an meinen Freund Wilfried Haslauer das Amt des Vorsitzenden in der Landeshauptleutekonferenz übergeben darf. Wenn ein Oberösterreicher nach Salzburg kommt, dann hat er immer etwas zu übergeben oder mitzubringen. Das war schon beim heiligen Rupert. Der ist auch aus Oberösterreich aufgebrochen. Aus Lorch, aus Lariakon, der Heimatgemeinde von Bundesrat Neifel. Und hat den Salzburgern das Evangelium. Wir haben die Salzburger froh gemacht. Ja? Heute wäre es vermessen, wenn wir Oberösterreicher den Salzburgern das Evangelium bringen. Wenn Sie sind ein Erzbistum, wir nur ein Bistum. Kränkt uns nicht. Und Matze ist 7 Jahre älter als Clemens Münster. 77 gegründet, 77. Bei der Führung dieser Aufgabe alles, alles Gute. Danke dir. Du wirst sicher ein exzellenter Chefdirigent sein. Die Grundsatzfrage: Wollen wir unbeschränkt Leute hereinlassen, in welcher Anzahl auch immer? Oder gibt es einen Plan, wie viele wir nehmen wollen, auch betreuen wollen und das auch bewältigen können? Das ist, glaube ich, die Kernfrage und diese Grundsatzentscheidung ist zu treffen. Naja, wir haben einen permanenten Zustrom nach wie vor, den wir im Wesentlichen auch sozusagen nach Deutschland weiter transportieren können. Aber wir sind immer wieder am Anschlag. Es ist auch stündlich und tageweise unterschiedlich. Wir haben nach wie vor ungebremst sehr viele Asylansuchen in Salzburg. Und ich habe halt die größte Sorge, wenn nächstes Jahr noch einmal so viel kommen wie heuer und die Prognosen sprechen ja sogar noch von einem Viertel mehr an Asylwerbern. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wo soll man die Quartiere hernehmen? Und man muss auch ganz realistisch, und das ist auch meine Verpflichtung als Landeshauptmann, darauf hinweisen, wenn das so weitergeht, dann werden wir über kurz oder lang tausende obdachlose Asylwerber bei uns haben. Und das kann nicht sein.